So, hallo und alle zur nächsten Folge von GTA 5. Die letzte Folge war zeitlich recht lange, deswegen habe ich einen kleinen Cut gemacht. Wir sind dabei, das U-Boot zurückzuschleifen. Und daher, ja. Ist da gerade ein Flugzeug gelandet? Drehe ich mal ganz kurz jetzt das Ding sanft ab. Im gewohnten sanften Bruchlandung. Nicht, dass da wirklich ein Nuklearreaktor drin ist. Okay. Do you know what you've done? The wire is going fucking crazy. Oh, and good to see you too. What's it been? Huh, 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you, I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese. Damn, T. This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. But we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. Noch ein Scheißjob. You owe me! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! Alright, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello? Me too. Tolle Gesichtsmassage. Ja. Gut. Haben das halt gemacht. Jetzt ist noch ein kleines bisschen genommen. Oh, die Wunden sind schon verheilt. Ging ja schnell. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt gleich Dings und so die nächste Mission wieder eintrudelt. Wenn er nicht mehr so bedaddelt ist. Jedenfalls, hier haben wir das Maschine da und jetzt ruft Michael an. I spoke to Steve. We're ready to move. He wants us to bring the stuff to the guy we met at the interrogation, Devin Weston. Big time investor, apparently. I'll let you handle that. Brown nosing the rich was always your talent, and it looks like you spent the last decade honing it. Okay. Ich habe gerade hier noch Dings gekriegt, E-Mail. Ich sollte ja noch eine optionale Quest und Ausreißer finden, ne? Letzte bekannte Position sieht so aus. Okay. Wie sieht denn die Location hier aus? Kann ich von oben irgendwie sehen? Nein. Ach, Promi-Gegenstände, ne? Ja, die Promi-Gegenstände. Aber wie komme ich da so schnell hin? Boah, wie brauche ich ein Flugzeug? Ich fahre da nicht hin. Boah, fliege ich mit dem Flugzeug wieder zurück in die Stadt. Aber hallo. Ich fahre da doch nicht hin. Oh, muss ich jetzt... Ich will aber gar keine Flugstunde machen. Okay, beenden wir nicht, oder? Verarschen? Okay. Ich kann die Kiste nicht nehmen. Ich habe ja auch sonst kein Flugzeug. Komm ich auch mit dem Tauchboot zurück. Durch die Wüste. Unten durchgraben. Nein, dann eben nicht. Also ob die nächste Mission. Haben wir hier nicht langsam mal Dings? Achso, ich glaube, ich muss zu Michael wechseln. Es kann sein, dass wenn ich bei Michael bin, dass wir jetzt hier das andere Ding durchziehen. Ich habe ja nur irgendwie mit Trevor das Zeug geholt gehabt, aber Michael war ja... Ah, der ist schon da. Eventuell kriegt Michael jetzt die Geschichte, dass wir den... Fuck. Was?
Okay. Hat einen Anzug an und Haar hat er auch irgendwo stehen. Ich glaube, das war dann jetzt wieder... Jo. Wenigstens ein Auto in der Garage. Ja, aber die, warte mal, die Sache ist, die spawnen die mal wieder? Ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob das wieder spawnt oder nicht. Okay, Rücklicht beschädigt, bevor ich jetzt einfach raus bin. So machen wir das. Zunächst mal. Hier müssen wir hin, ne? Ja, schon wieder Federal Investigation Bureau. Okay, dann ja, komm. Fahr mal dahin. Okay, die Kiste ist einigermaßen schnell. Nicht so ein Müllwagen wie sonst immer. Ja, doch, gute Kiste. So, der Mann steht 2,7. Also der hat, Man, I can't believe you got that guy. You really saved my ass. Wie jetzt? Weil er sich selbst geholt hat, habe ich keine Belohnung gekriegt. Ernsthaft? So eine Scheiße, da hätte ich doch ordentlich was kriegen können, das stimmt. Der ist mal wieder so ein Krawattenträger. Dann halt nicht. Oder hier runter. Na, ist egal wahrscheinlich. Okay, dann auf die Straße drauf. Na, also damit kann man voran. Hier hätte ich gerne, mit der Kiste wäre ich gerne in die Wüste gefahren. Ich bin so eine Schrottkarre. Wie, wir haben das gerade gewechselt gehabt, aber egal. Hört sich auch laut an, die Mühle. Naja, wir sind gleich da. Ups. Das war zu viel Feuer. Irgendwo rein. Ich bin davon alleine ausgestanden, ne? Aufgestanden. Oder rausgegangen. Ausgestiegen! Meine Güte. Ja gut, warten wir halt mal ein bisschen. Jo. Hey, what's cracking? What's here? Right there. Siehst du, der kann selbst erfahren. We finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Alright, listen up. Here's the plan. Alright, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors. Grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. It's all a little hopeful, home. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you're the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? Damn. Let's see what we got here. Schweinsgesichter höre ich. Ich hätte Clowns Gesicht holen sollen. Real professional. Die drei Schweinchen. Let's do this. Let's go, go. Steig in den Müllwagen. Bin ich überhaupt nicht gerade Michael? Michael? Ja, ich glaube schon mal.
Gib dich zu den Cypress Flats. Okay, ist ja schon bald hier in der Nähe. Fahr mir nicht in den Müllwagen rein, du Sau. Den brauche ich noch bei einem Überfall. Dann beeilen wir uns mal. Wien, Gas geben. Ach, ist ja gleich nach vorne. Na dann. Dann einmal da lang. Hier vorne halten wir. Alright, T. I'm in position. What's the ETA? Looking for him. There they are. Incoming. Get ready to do your thing. Michael, you better get on your way. Get the truck in position. Block both lanes of traffic. Blockiere beide Fahrspuren. Just stop the truck and keep it stationary. All right, I pulled up. Get ready, Frank. Did Public Works change their schedule? Hey man, I got these motherfuckers! Haben den Sieger jetzt nach vorne. Okay, mache ich. Vollgas. Jo. Boom! Come on, spit the sticky box. I'm doing it! Was ist denn hier los? Achso, das sind die beiden. Yeah, get away from the door. And make it happen. Everyone out, let's go! On the ground, now! Move it! My fucking ears! I'm fucking deaf, you complete prick! Clean out the van, I got the guards. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run! Shut the fuck up! Come on, good to go! You hear all them sirens, dog? They got a panic button, all right. Whole lot of cops on the way. Yeah, getting covered by those barriers. I'm going up here. Fuck. Fall back. We'll never get out of here. We got a whole position. Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Na komm, ernsthaft, jetzt geballert mal wieder. Warum soll ich echt zu Franklin wechseln? So, ja gut, dann gehe ich eben zu der Franke wieder. Sag mal, Spezialfähigkeit? Kackwaffe hier. Hallo, Spezialfähigkeit? Warum geht die Spezialfähigkeit nicht an? Nee, das ist nicht mit. Wollt ihr mich verarschen? Yeah, man, fuck you. On my command. Hey, when these motherfuckers gonna stand up? Look out behind. Ach, ich bin doch gerade bei Michael, das ist es ja. Das hier oben ist Michael, wegen den Masken sehe ich halt wieder nicht, ne? Haben sie auch. All we gotta do is ride this out. Weather the storm. Hold tight. Holy shit. Oh Jesus, let's go already. Steht hier denn rein? Just hold on.
Warum muss ich immer wechseln? Kann ich nicht mal einen Charakter nehmen, weil... Franklin, ja. Das Wechseln so mal kacke mit der alten Maus. All den und her gewechselt. Things are getting messy. Wo sind sie jetzt? Gott, hier unten sind ja auch wahnsinnig viele. Ja, ich krieg... Nachladen. Ich krieg die nicht runter. Jetzt so. Einfach nur eine wilde Ballerei. Oh, das war... Ups, ich hab beinahe... Was? Kam jetzt runter, was? Boah, meine Güte! Warum kann ich... Was ist denn hier los? Hab ich irgendwas gedrückt mal wieder? Ich hab irgendwas gedrückt am PC oder so. Hallo? Ich kann nicht schießen. Jetzt. Oh, ich muss gedrückt halten. Lol, keine Ahnung, was das jetzt schon wieder ist. Ich kann mit dem Ding nicht vernünftig schießen. Das ist der größte Schrott. Jetzt geht's wieder. Lol. Ich hoffe mal, habt ihr das auch, dieses Piepen gehört? Irgendwas habt ihr wieder gedrückt, Dauershift oder so ein Scheiß. Ah ne, warte, müssen wir denn hin? Hier müssen wir mit. Ja. Ey. Irgendwas gerade beep. So, irgendwie wieder 1000 Tasten gedrückt, habe in eine Einrastfunktion, aber das kann nicht sein. Ist nicht ausgestellt. Dann fahren wir halt da zurück. Ja. Warum mit einem Mülltransporter? Und wo sind die anderen beiden hin? Sind die so abgehauen oder was? Wo habe ich die nicht allzu weit weggefahren hier? Oh je. Ding. Können wir überhaupt hier hoch? Oh, da sind noch Hasen. Ja, da waren Hasen. Okay, einer. Hier kann ich nichts. Okay. Okay. Oh, zerstöre den Müllwagen.
Ich hoffe, das reicht aus. Dann entfernen wir uns einfach mal hiervon. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Oh. Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Okay, jetzt wechseln wir automatisch rüber. Mhm. Du hast was getrunken nebenbei. Lebt die zu Devins Haus. Okay, der hat auch noch eine Fluchtkarre. Okay. Dann fahren wir da mal hin. Was zum Glück nicht so weit ist. Alter, die Kiste lenkt ja kaum. Der wohnt aber auch schön. Package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. Yeah, I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Ja, der kriegt dann. Have a good one, boys. Okay. Super Blitzerclown. Klassische Blitzaktion. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre weniger ballern. Geh mal weiter. Okay. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax. The guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, I'll think about it. All right. Me and Trevor will be there, too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Okay, das heißt, Franklin kann demnächst mal Autos klauen, oder? Wisst ihr was? Ich schmeiße jetzt erstmal beenden die Folge, denn ist schon wieder Zeit. Und da ich nur Zwischenmissionen speichern kann, deswegen speichern. Ich habe irgendwie jetzt neue Speicherstände mal angelegt. Speichern wir hier. Ja, speichern wir hier. Wunderbar. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, lasst krachen. Und tschüss.